Wie kann man am besten darstellen, wie sich Partikel in der Atmosphäre bewegen? In diesem Video der NASA sind dazu drei Komponenten aus dem letzten Halbjahr visualisiert. Grau sind hier keine Regenwolken, sondern durch Feuer erzeugter Rauch. Gut zu erkennen an den Waldbränden Kaliforniens im letzten Sommer. Uns interessiert aber vor allem Stürme wie Hurricane Harvey. Die wirbeln über dem Atlantik nämlich viel Meerwasser auf. Das Meersalz in der Luft lässt sich messen und beobachten. Wie weit sich diese lokalen Ereignisse weltweit auswirken, zeigt Hurricane José kurz nach dem Abklingen von Irma. In ihnen mischt sich sogar noch Sand, der von dem Sturm wie von einem Staubsauger angezogen wird und im Film beige dargestellt ist. Gut zu erkennen sind auch die atlantischen Fronten, die von der amerikanischen Küste immer wieder über das Meer nach Europa ziehen und hier für salziges Meeresklima sorgen. Auch der im Herbst bis nach Europa gelangte Tropensturm Ophelia ist deutlich in diesem Wetterrückblick aus der zweiten Jahreshälfte 2017 zu erkennen. Ophelia brachte Rauch von Waldbränden aus Portugal und Spanien sowie Wüstensand aus der Sahara mit zu uns.